Manchmal bin ich auch ganz anders. Hat mal eine YouTuberin gesagt, die mir sehr sympathisch ist. Vegas ist das. Und das war ein wunderschönes Video, in dem sie gezeigt hat, dass YouTuber auch mal anders sein können und nicht immer nur fröhlich. Und das heute wird ein sehr persönlicher Vlog, deswegen warne ich schon mal alle, die sowas nicht interessiert, schaltet einfach ab. Es wird heute emotional und persönlich und es geht nicht nur um Sachen, die den Channel betreffen. Ja, ich möchte heute mit euch über etwas reden, weil ich denke, dass es mir hilft. Nämlich über ein ganz großes Monster, was im Raum steht, in meinem Büro quasi. Und das ist der Perfektionismus. Denn der Perfektionismus ist für mich ein großes Problem, denn er hemmt mich und er zieht mich sehr runter. Und wie einige von euch vielleicht bemerkt haben, ist in den letzten Wochen auf Twitch gar nichts passiert und auf YouTube sehr, sehr wenig. Und das belastet mich. Und ich glaube, wenn ich darüber rede und reflektiere und mich damit auseinandersetze, denn für mich ist es ein Problem, könnte mir das helfen. Und deswegen gibt es diesen Vlog, der vielleicht auch ein kleiner Hilfeschrei ist. Denn vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der Ahnung hat, wie man mit dem bösen Perfektionismus umgehen kann. Denn wie gesagt, für mich ist es ein Problem. Um zu erläutern, wieso das Ganze mir so nahe geht, beziehungsweise wieso das für mich so wichtig ist, auch darüber zu reden und dieses Problem, nenne ich es jetzt mal, in den Griff zu bekommen, ist es wahrscheinlich wichtig zu wissen, was YouTube und Twitch für mich bedeuten. Einige von euch wissen das sicherlich, denn ich habe es im Stream nie verheimlicht, aber ich habe das auf YouTube noch nie groß ausgesprochen. Und zwar habe ich Anfang des Jahres fast alles an anderen Nebenjobs aufgegeben und verdiene aktuell meinen Unterhalt hauptsächlich durch Twitch und YouTube. Ich war immer jemand, der gesagt hat, ich mache lieber einen Job, mit dem ich total zufrieden bin, womit ich total viel Spaß habe und verdiene wenig. Und das trifft auf diese beiden Sachen zu. Ich komme über die Runden, wenn auch nicht super gut. Aber ich bin zufrieden damit, ich habe Spaß damit und dann mache ich lieber sowas als irgendeinen Job, wo ich abends so einen Hals habe, weil es mich nervt und womit ich dann unzufrieden bin. Und deswegen, eben weil ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene und wenn man das nicht tut, damit Sorgen verbunden sind, wie man sich vorstellen kann, belastet mich das einfach sehr. Ich muss zugeben, ich liebe es, Sachen auf YouTube und Twitch zu machen. Wirklich, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich liebe es, mich kreativ auszuleben. Und es macht mir, oder es bereitet mir sehr, sehr Freude zu sehen, dass andere Leute Spaß oder Freude an den Sachen haben, die ich mache. Das ist ein super schönes Gefühl. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr tolle, wie nennt man das, mir fällt das Wort nicht ein, nicht Dankbarkeit, Wertschätzung meiner Arbeit, quasi. Arbeit klingt immer so komisch. Nee, ich finde das sehr schön, wenn ich zum Beispiel lese, dass mir jemand sagt, du, mir ging es total schlecht und jetzt, wo ich deine Sachen geguckt habe oder wo ich beim Stream dabei bin, geht es mir besser. Dankeschön dafür, ich habe Spaß gehabt und das ist eine ganz, ganz tolle Art der, eine ganz, ganz tolle Art, Danke zu sagen. Und ich werde, glaube ich, heute vom Pölzchen zum Stöckchen kommen und ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit um den heißen Brei herum reden, denn ich bin echt nicht gut im Worte finden, was sowas angeht. Okay, die Grundvoraussetzungen habt ihr schon mal. YouTube und Twitch sind mein Job und erstens, es belastet mich, dass ich den Job, ich mag es gar nicht Job nennen, es ist ein Job, aber Job hat für mich immer so einen negativen Beigeschmack, aber hat es hier jetzt eigentlich nicht großartig. Aber es belastet mich auf jeden Fall, dass ich meinen Job nicht schaffe, aufgrund meines Perfektionismus. Denn wenn ich etwas mache, bin ich in 99,9% der Fälle unzufrieden damit. Und das macht mich echt fertig. Weil ich zum Beispiel, nehmen wir einfach mal diesen Vlog als Beispiel, den habe ich jetzt schon 8 oder 9 Mal angefangen aufzunehmen. Und es ist immer irgendeine Kleinigkeit, die mich gestört hat. Dann war das Licht nicht richtig, dann fand ich mich ganz schrecklich äußerlich.
dann bin ich noch viel weniger auf den Punkt gekommen, als ich es jetzt tue. Und dann habe ich es wieder gelöscht. Und man steckt dann, also in meinem Fall, unglaublich viel Zeit in solche Sachen, obwohl man eigentlich beim ersten Mal schon hätte zufrieden sein können. Und ich glaube, die Sachen, die mich stören, sind immer so Sachen, die andere Leute gar nicht so sehr stören. Und das bezieht sich auch auf meine Streams. Ich habe ganz häufig Streams, wo ich nachher sage, boah, nee, irgendwie bist du damit mit dem, was du selber gemacht hast, unzufrieden. Und dabei müsste das gar nicht so sein. Eigentlich könnte ich einfach drauf scheißen, auf so kleine Makel und Spaß haben. Und bei YouTube-Videos ist das auch oft so. Ich habe zum Beispiel auch die erste Sims-Folge 11 Mal aufgenommen, bevor ich sie dann veröffentlicht habe. Und auch jetzt bin ich mit dem Endergebnis noch nicht zufrieden, weil, ihr werdet lachen, es sind wirklich Banalitäten. Meine Stimme am Anfang ganz seltsam klingt. Ich bin total aufgeregt, weil ich das Ganze so oft aufgenommen habe und weil ich nicht auf den Punkt komme. Das sind immer noch Sachen, die mich stören, wo ich sage, Mensch, hättest du mal lieber gelöscht und nochmal gemacht. Aber ich glaube, es wird irgendwann einfach nicht mehr besser. Und dieses Problem, dieser Perfektionismus, der ist für mich jetzt gerade in den letzten 2-3 Wochen, oder das Problem ist für mich sehr, sehr präsent und hemmt mich ungemein, weil er bei allem, was ich mache, zuschlägt. Es ist wirklich egal. Es ist wirklich scheißegal, was für ein Video ich mache. Ich bin ganz selten damit zufrieden. Außer bei Anno-Videos. Bei Anno-Videos ging es eigentlich. Bei Anno war ich mal, muss am Spiel liegen. Nee, aber das ist auch der Grund, wieso da jetzt so wenig kam. Und es fällt mir einfach unglaublich schwer, jetzt aus diesem Loch wieder rauszukommen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass jetzt Leute da sitzen und sagen, boah, Alter, du übertreibst voll, komm mal runter, chill mal ein bisschen. Du regst dich da über Sachen auf, über die man sich gar nicht aufregen kann oder muss. Aber das ist mir bewusst. Und ich hoffe einfach damit, dass ich mich jetzt in diesem Video damit auseinandersetze, dass ich da ein bisschen runterkomme und das ein bisschen besser akzeptieren kann. Es ist nämlich leider aktuell so weit, und die Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen das vermutlich auch schon, dass ich in der Zeit, wo es mir wirklich schlecht geht aufgrund dieser einen Sache, weil ich nämlich nichts schaffe, weil ich unzufrieden damit bin, und wenn ich was mache, bin ich noch schlechter drauf, weil es mir nicht gefällt, und dann bin ich wieder schlecht drauf, weil ich es nicht schaffe. In der Zeit habe ich ganz üble Verdauungs- und Magenprobleme entwickelt, denn mein Magen ist sehr stressanfällig. Und ich mache mir selber sehr viel Stress damit. Und es haben schon einige gesagt, Mensch Mia, geh doch mal zum Arzt. Könnte ich auch, aber ich glaube, der Arzt kann da nichts tun. Und es ist kein gesundheitliches Problem, sondern nur, ja, psychisch. Weil mein Kopf sagt, hey, du bist voll die Null, du schaffst nichts. Jo. Und dementsprechend habe ich jetzt jedes Mal, wenn ich was esse, Magenkrämpfe. Ist voll für den Arsch. Nervt auch total. Und dann denke ich wieder, boah, nee, so willst du auch nicht streamen, weil du so schlecht drauf bist. Und dann sind wir wieder in dem Teufelskreislauf. Und jetzt komme ich schon wieder vom Hölzchen zum Stöckchen und bleib nicht bei dem Thema, bei dem ich eigentlich bleiben möchte. Um ehrlich zu sein, fällt es mir auch total schwer, mich in Worte zu fassen, weil ich gar nicht genau weiß, was ich sagen möchte. Dieser Vlog ist für mich da, um ehrlich zu sein. Der ist der erste Schritt, wieder etwas zu machen. Denn ich habe so viele Sachen, die ich tun möchte, und es hemmt mich einfach so, Mann. Das nervt mich. Ich bin richtig wütend auf mich selber, deswegen. Ich habe zum Beispiel, witzigerweise steht die Kamera jetzt gerade, noch Päckchen hier, die ich aufmachen möchte. Die sind noch zu. Ich bin total neugierig, was drin ist. Aber ich habe Angst, dass wenn ich damit anfange, dass ich nachher mit dem Video so unzufrieden bin, dass ich mich ärgere, dass ich schon weiß, was drin ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann den Überraschungseffekt nicht mehr ausleben. Und dann wollte ich noch das Fragenvideo machen, das ist auch nicht vergessen. Und einige Projekte, wie zum Beispiel The Last of Us. The Last of Us ist sowieso aktuell so ein kleines Sorgenkind, weil ja ständig die Aufnahmen kaputt sind. Ist jetzt übrigens schon wieder passiert, deswegen habe ich da jetzt auch 2 Wochen nichts gemacht, weil ich einfach gesagt habe, es zieht mich nur noch weiter runter. Das Spiel ist total toll, es macht mir unglaublich viel Spaß, aber dann sind die Aufnahmen im Arsch. Und es hat mich schon, also ich hatte schon richtig, also ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwer nachvollziehen kann. Es sind wirklich Banalitäten, die für mich große Probleme darstellen. Zum Beispiel bei The Last of Us.
Ich habe so einen Knoten im Bauch, weil die Folgen nicht chronologisch gekommen sind und weil zwischendrin etwas fehlt. Weil die Aufnahme kaputt war und ich vergessen habe, dass sie kaputt war. Und dann habe ich 2 Folgen danach schon veröffentlicht und da fehlt ein Stück. Dieses Stückchen wollte ich letztens aufnehmen und dann war die Aufnahme nach 55 Minuten wieder kaputt. Und dann habe ich gesagt, fuck this, ich werde die PS3 aus dem Fenster werfen, glaube ich. Und habe mich davon zurückgezogen und habe gesagt, ich mache das jetzt erstmal nicht mehr, weil ich so einen Hals auf die PS3 und dieses Aufnahmeprogramm habe, weil ständig was kaputt ist. Und dann habe ich festgestellt, dass die Speicherstände überspeichert wurden und dass ich nicht mehr die neuen Speicherstände habe. Das heißt, sie darf nochmal alles spielen. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Zeit, um mich davon zu beruhigen, weil ich glaube, ich sonst nicht frohen Mutes an die nächste Aufnahme gehen kann. Ist übrigens auch der Grund, wieso so nach sowas jetzt erstmal nicht kam. Ich glaube, das erklärt einiges. Ja, wunderbar, ne? Ich fühle mich ganz komisch, wenn ich sowas veröffentliche. Ich bin eigentlich ja doch ein sehr fröhlicher Mensch. Ein sehr optimistischer Mensch. Aber die letzten Wochen geht es mir einfach total beschissen wegen dieser Sache. Und es fällt mir so schwer, da rauszukommen. Und ich enttäusche so ungern Leute. Oh Gott. ja. Ich habe jetzt den ersten Schritt gemacht. Ich habe ein bisschen Schiss davor, das zu veröffentlichen. Ich bin eigentlich gar kein Freund davon, rumzuhirmen auf YouTube. Aber ich bin gerne ehrlich und das trifft momentan halt einfach zu. Ich hoffe, man konnte einigermaßen meine Gedankenzüge nachvollziehen. Und wenn ich das gemacht habe, ist das für mich ein großer Schritt nach vorne, denn ich habe akzeptiert, dass ich heulend vor der Kamera saß und Schwäche gezeigt habe. Es fällt mir manchmal auch sehr schwer, Schwäche zu zeigen, auch wenn ich wirklich viel weine, aber das ist eine Art von Schwäche, die ich nicht gerne zugebe. Und wenn irgendwer unter euch Tipps hat, Dinge zu akzeptieren, selber mit Perfektionismus zu kämpfen hat, dann wäre ich doch über Tipps sehr dankbar, um ehrlich zu sein. Und wenn ihr mich lieb habt, dann tretet mir einfach mal in den Arsch und sagt, Mia, mach jetzt das, ich will das Fragenvideo sehen. Das hilft mir auch, wenn man mir in den Arsch tritt und dann funktioniert das vielleicht auch. Ja, und jetzt bin ich erstmal raus, denn ich muss mir die Nase putzen. Man sieht sich. Und sorry für diesen so komischen, negativen Blog. Haut rein. Tschüss.